Hey Freunde, willkommen zurück zu Ahead in Time. Heute machen wir das letztmögliche Level, was uns noch fehlt. Und zwar dieses Zeitriss, das wir bekommen haben, nachdem wir Rush Hour geschafft haben. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ich glaube, das ist das letzte Level, was uns noch fehlt. Und sind wir wirklich durch. Und da das ein Liedernis ist, Rundgang. Wenn wir noch eine Story bekommen, ganz viele Bilder und ganz viel Story zu... Ich weiß es nicht. Oh! Hey, hier schlafe ich doch. Hier ist mein Bettchen. Hier tanze ich rum. Übrigens, den Tanz kann man übrigens nur machen, wenn man den Schirm ausgewählt hat. Beim Baseballschläger macht sie was anderes. Aber der Tanz ist lustiger, also. Ja. Okay, bevor ich da jetzt reingehe. Das geht nicht auf. Gibt es hier irgendwo noch was für mich zu finden? Bilder oder so? Lol, hab ich ja nie gemerkt. Da oben hat sie einfach ihre Figuren. Die hängen da. Wie so ein Mobile. Cool. Ich könnte mir halt nur vorstellen, dass es vielleicht in der Ecke oder so noch ein Bild gibt. Vielleicht gibt es auch keine Bilder. Vielleicht ist es einfach nur so ein langes Level und mehr ist es nicht. Hm. Na gut. Hey! Wir sind in Mafia Town. Eine dunkle Art von Mafia Town. Bonk, bonk. Bonk, 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 bonk. Und bam. Bam. Stimmt, wir können ein bisschen Geld farmen. Wir haben dringend Geld nötig, müsst ihr wissen. Also das schadet nicht. Ja, ich kann euch noch nicht sagen, ob es hier Bilder gibt oder nicht. Ich hätte nichts dagegen, wenn es keine gäbe. Aber irgendwie traue ich dem Braten nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, hinter jeder Ecke könnte sich da noch was befinden. Hier hinter zum Beispiel, da ist noch irgendwas. An jedem Fenster, okay. Ich bin misstrauisch, ja? Und ich habe guten Grund dafür. Will ich behaupten wollen. Ja, scheinbar machen wir einen Rundgang von allen Chapters in diesem ganzen Spiel. Alle 7. Ich nehme auch hier meinen Sprinthut raus und mit dem kann ich hier schnell unterwegs sein und es gibt Bilder. 9 Stück. Okay, ich habe mal kurz nachgeschaut. Scheinbar gibt es hier immer 2. Also außer der ersten Bereich, wo wir gerade waren, gibt es immer 2. Und beim letzten halt nur 1. Das sind ja 9, nicht 10 Stück. Das ist super easy zu merken. Kein Stress. Ist nur gut, dass ich es jetzt schon mal weiß. Das nimmt mir so ein bisschen den Stress weg. Und ich guck noch mal hier am Strandgebiet, ob es hier noch irgendwas gibt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die hier noch irgendwas reinbauen. Was? Okay, wenn ich ins Wasser falle, dann tut mir das weh. Was ist das denn hier für ein Boost? Schaut mal. Warte. Hab ich das denn gemacht? Egal. Fernseher, Röhre, Mafia of Cooks. Number one net everything. 3 Stück brauchen wir. Ist das so? Ist das so? Ne? Boing. Ist hier nichts mehr? Ne, ich glaube nicht. Hier kann ich auch nicht rüber, oder? Ne, viel zu hoch der Zaun. Viel zu hoch. Und dann gehen wir da drüben, wo es feurig, Lava, heiß ist. Weiter. Das Bild auf der Wand von uns sogar zum Böse. So wie so die Bösen werden. Ich kann auch auf die draufspringen, auf die Mafia-Böse, das wusste ich gar nicht. Das habe ich nicht gewusst. Bonk. Boing. Blooming. Blooming Idiot steht da drauf. Wo kommen denn die Feuerbälle her? Die Hotheads. Nein! Ah, ich werde nicht zurückgesetzt. Okay, das ist nett. Und dafür habe ich einen Hexenhut. Miau, miau. Ganz viel Geld und noch ein drittes Ding. Und Brang. Wir sind schon durch, theoretisch, mit dieser Area. Aber ich gucke noch weiter. Nicht nur können wir uns was Zeit sparen, sondern auch... Achso, es gibt nur 3, oder? Nee, warte, nee, gibt's nicht. Ich habe da oben was gesehen. Kein Sticker. Das ist nur ein Flyer. Ja, hier ist noch ein viertes. Yeah. Können wir ein bisschen Zeit mitsparen, wenn ich Glück habe. Okay, weiter geht's. Und ja, das wird definitiv eine eigene Folge. Das dauert, glaube ich, sehr lange. Okay.
Schaffen wir's zum Zug? Ja. Genau, hier sind wir jetzt in Bird Studio. Dead Bird Studio. Todvogel Studio. Ich hab mir das Herz, danke. Dann ist übrigens noch was zum Kuppert machen. Das mache ich mal schnell. Joinks! Da war nichts drin. Was soll denn das? Wie viele brauche ich eigentlich hier? Angst! Angst und Verderben wird hier verteilt, ja. Warum sind es eigentlich. Die Eulen, die nach uns suchen. Also diese Detective-Eulen gefühlt. Normalerweise sind das doch andere, die uns suchen. Nein, kein. Nein, stopp. Nein! Ich konnte nicht B drücken! Ich wollte A drücken, damit ich zumindest springen kann oder so. Oh, das ist dumm. Das ist einfach dumm. Herrlich. Hier rüber. Ja. Hier drauf. Ja. Und jetzt überlegen. Hi, Kumpel. Sachbeschädigung. $1000. Ne, wo muss ich lang? Schaffe ich es darüber? Na gut. Mir bleibt nichts anderes übrig, schätze ich. Und ja, man schafft's rüber. Einfach weiterspringen. Ihr seht zwar nicht, wo ich lang muss oder was es gibt, aber ich muss auch weiterspringen. Bom, bom. Ein Bild. Schön. Boing. Boing. Ja, ich bin noch nicht durch, Kumpel. Was? Da hinten gab es was? Ja, und wie... Wie komme ich jetzt zurück, ohne zu sterben? That's the fun part, you don't? Nee, warte. Hier drunter? Ich muss ja doch lagen. Ja, ich kann außen rum, aber ich schaffe den Jump nicht. Ja, lohnt es sich noch jetzt weiter zu versuchen? In einem Leben? Ich werde da wahrscheinlich nicht mehr geheilt, oder? Lohnt es sich hier noch? Ja, toll, ich weiß nicht mal. Oh, doch, so komme ich hier drüber, oder? Andere Seite! Yippie! Andere Seite! Yay! Und ich werde jetzt getroffen von dem Vieh. Nein, wo ich nicht. Okay. Nein! Alright, ich bin wieder in diesem Ort. Man soll eigentlich von da oben aus, wo die da lachen, hier rüber und von hier rüber da an den Zug. Das habe ich jetzt auch gemacht. Von ihr aus kann man übrigens auch super duper leicht das hier erreichen. Vielleicht ein bisschen mit der Grafik rum, aber hier kann man auf jeden Fall runtergehen und stehen und dann kann man sich das hier freisprengen. Ich habe übrigens wieder mein Standard-Outfit ausgerüstet. Weil warum nicht? Ich will nicht für immer dieses Katzen-Outfit haben. So, mir fehlen noch zwei Bilder. Ob ich weiß, wo die sind? Ah! Nein. Nein, weiß ich nicht. Keins von beidem. Vielleicht habe ich einen schon mal eingesammelt. Mal habe ich sie da vergessen. Aber ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern. Ich weiß nur, dass ich hier oben noch irgendwas glitzern gesehen habe. Hier in der Richtung, oder? Da, schaut mal. Kann man da lang? Ja, man kann hier stehen. Man kann hier lang. Ich glaube, hier oben ist was, oder? Schaut mal, hier ist so ein einzelnes Loch. Oh, was? Oh, nee. Man kann hier noch ganz oben. Also ganz ehrlich, hier hätte ich doch ein Bild versteckt. Aber hier... Oh, nein. Okay. Nee, hier ist aber nichts. Doch! Da ist was. Aber nicht das Bild. Okay, kann ich das cheaten? Nein, kann ich nicht. Okay, nee, kann ich nicht. Aber ich kann hier cheaten. Das Ding soll mich gesehen haben. Da sehe ich lache. Okay. Die da unten bewahren nichts mehr auf, glaube ich. Ansonsten, ja, das haben wir anscheinend noch verpasst, dass man hier hoch kann. Und dann gibt es hier noch eins. Von hier oben schauen. Uns fehlen zwei Bilder hier. Wir haben jetzt alle fünf Ponds. Da oben ist ein Bild. Wo ist das andere? Das ist eine sehr gute Frage, wo das andere ist. Ich kann es euch nicht beantworten.
Ich habe vergessen, wie man den Jump macht. Oh nein. Ach, dann wieder von hier alles von vorne, ne? Wisst ihr? Oh, das ist echt doof. Okay. So. Ah! So kommt man auch hier hin. Ach, da haben wir das hier schon mal gemacht. Und von hier kann man auch da lang. Hä? Ich bin irgendwie gerade ziemlich. Gugu Gaga in der Brain. Okay. Dumm, 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 du bist dumm, du bist dumm. Hihi. Ja, das haben wir wirklich verpasst. Hier kann man einfach lang. Wow. Nur wieder ein Pon? Mir fehlen zwei Bilder. Wieso gibst du mir nur Pons? Okay, das ist zumindest ein Bild. Hundertprozentig. Das ist jetzt mal ganz ehrlich. Was soll denn das sonst sein? Das hier. Ja, ein Bild. Oh Mann. Mir fehlt noch eins. Ich gehe mal hier rüber. Ich könnte mir nämlich schon vorstellen, dass es hier noch eins gibt. Bei den Dudes. Hier, da ist Feuer. Das wollen wir nicht berühren. Die Typen verheimlichen mir auch nichts. Leider nein. Höchstens hier hinter. Hier hört das Feuer auf. Nee, hier ist nichts. Hier ist das Ziel nur. Ich muss hier nochmal weg. Ja, dann geh ich nochmal suchen, ne? Von hier aus kann er übrigens auch zum Ziel springen. Maybe? Weiß ich gar nicht. Ah, vielleicht nicht. Hm. Hä? Habt ihr das gesehen? Och man. Ernsthaft? Was war das denn wieder für ein Beschiss? Nur weil eine unsichtbare Wand ist und mein Charakter ganz erklettern muss unbedingt, weil ich hier diesen blöden Ding da aufgerüstet habe, aber ohne den würde ich nur bonken und dann... Seht ihr es? Hier muss er lachen. Das konnte ich sogar gar nicht nachgucken, weil das ist leider kein Level, was man nachgucken kann, außer man guckt sich ein komplettes Playthrough an, aber... Ich habe natürlich alle gerade mein Playthrough, ihr seid alle beschäftigt. Also, ja, ich habe es jetzt gefunden. Den Jump traue ich mich nicht. Deshalb versuche ich einfach lieber von hier nochmal darüber zu kommen. Das ist, glaube ich, viel safer. Ja, ist auch. Oh Gott, ich kann diese Dinger immer noch nicht richtig abpassen und timen. Weiter geht's. So, der Wald mit einem Leben. Das werde ich nicht überleben, haha. Aber hier ist kein Schatten drauf. Hier ist einfach nur so... Ganz normal wie immer. Das ist ein cooler Baum. Das sieht cool aus. Achtung! Was? Soll das... Diese Königin oder die Prinzessin, die so da... Diese... Wie ist die? Vanessa oder so? Soll die das sein? Ich hoffe nicht. Ding dong! Parkour! Parkour! Bum. Oh, Jungs! Okay, das haben wir. Aber den Wald mochte ich auch. Ich glaube, Deadbird Studio und das Kreuzfahrtschiff, ich glaube, die beiden mochte ich am wenigsten. Ich meine, die sind nicht schlecht, aber die waren halt besser. So kann ich es mal sagen. Und was erwartet mich hier oben noch? Ach, so schönes. Würmer. Soll ich hier einen Apfel mitnehmen? Das ist mal so, weiterzukommen. Erst wenn ich weiß, ich brauche einen Apfel, mache ich das. Den Jump sollte ich easy schaffen, genau. So, eins von beiden Bildern. Und ich habe übrigens nicht gelogen, aber ich habe halt nicht die Wahrheit gesagt, ohne es zu wissen. Also auf jeden Fall, Ding gibt es hier nicht von allen. Da muss ich sogar lang, aber nicht so. Fazit! So, hab ich wieder. Jetzt müssen wir halt nur das, was ich vorhin... hier gemacht habe, alles neu machen. War aber irgendwie schon klar, dass ich das machen muss. Ich dachte mir schon, hier werde ich nicht mehr Heilung oder so finden. Aber ihr seht, es geht doch relativ schnell. Vor allem, wenn ich weiß, was ich machen soll, was ich zu tun habe und so. Ich würde am besten erstmal die beiden Sachen nachholen, die ich vorhin gemacht habe. Das waren das eine mit dem ja, mit den grünen Dingern und halt
der hier zusammen mit dem schicken Bildchen hier. So, genau, als nächstes könnten wir, was könnten wir? Wir wollten in den Brunnen. Wir wollten auf jeden Fall in den Brunnen, da soll man auch rein, nur das Schild sagt es auch, aufpassen. Ja, weil im Brunnen, hier kann man nicht durch. Oh, ich sterbe. Oh, ich sterbe nicht, okay. Ja, es ist halt schwierig runterzukommen, aber ja. Hier im Brunnen gibt es ein paar Sachen für uns. Ein paar schicke Sachen. Ich will nochmal hoch. Zack. Boing. Und so kommen wir noch. Okay. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr als 6. Wie es mir scheint. Oder er hat schon längst aufgemacht und ich verschwende nur meine Zeit. Aber egal. Wir schauen trotzdem um. Wir haben Spaß. Darum geht's. Es geht darum, dass wir Spaß haben. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ein Bild haben wir übrigens schon. Wir können ein zweites. Achso, hier ist das Ende des Levels. Wir waren 5. Ja, nee, du. Lass mal sein. Wie wär's, wenn ich gleich nochmal zurückkomme? Wie gesagt, mir fehlt noch ein Bild und ich denke nicht, dass es sich hier in dieser Höhle befinden wird. Nee. Jetzt sag mir bitte nicht, dass wir nicht mehr rauskommen. Doch, oder? Oder? Oh, zum Glück kommt man hier doch nochmal raus. Ey, ich war ausgeflippt. Wenn es so ein One-Way-Weg gewesen wäre. Ist hier was? Nee. Miau, miau. Ja, da leuchtet doch was. Vielleicht leuchtet da ja ein Bildchen. Das wäre sehr schön. Okay, hier muss ein Apfel mitgebracht werden. Ich darf mich noch nicht vom Apfel treffen lassen. Okay, hier den ganzen Weg. Ja, da ist der Apfel. Hier den Weg. Mit nur einem normalen Sprung. Also so schwer ist es nicht. Mit nur einem Sprung. Boing. Boing. Ja, seht ihr? Der Typ wartet auch schon längst auf mich. Oh, knapp. Bam! Ja, komm, wie hätte ich das... Ja, das ist abstellen, nicht werfen. Natürlich triffst du dich damit selbst. Ach, komm. Die wussten ganz genau, was sie hier taten, ja. Die Entwickler. Die wussten das ganz genau. Die wollten mir extra auf die Kicker gehen. Digga, ist auch geil. Hallo, ihr versteckt euch alle noch in Häusern. Du schaust mich nur komisch an. Aber irgendwo habe ich noch was verpasst. Irgendwo versteckt ihr noch was von mir. Sagt es mir ruhig. Wo ist es? Wo ist das heilige Gemälde von Headkit? Wo habt ihr es versteckt? Ihr Gauner. Ah, schaut mal. Wenn ich beim zweiten, wenn ich dasche, dann mache ich ja einmal so einen Move, dass ich auf den Boden knall. Und wenn ich dann in dem Moment, wo ich auf den Boden knall, A drücke, dann mache ich so einen super Boost. Das mache ich Speedrunner wahrscheinlich. Husch. 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 Also eigentlich müsste es hier oben irgendwo sein. Hier drinne. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht kriege ich von hier einen besseren Ausblick. Ah, ich suche das die ganze Zeit oberhalb. Dabei ist es dort. Aber ich habe es mir irgendwie gerade schon gedacht. Hallo. Was ist denn das Ding? Hä? Wie komme ich denn da überhaupt hoch? Die Pilze bauen es ja nicht genug. Oder kann ich da... Ah, das Ding kann ich benutzen. Okay. Was? Nein, 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 nein. Warte, warte. Nein, was? Das kann kein Pin sein. Das kann kein Pin sein. Hier muss noch was geben. Hier muss das Bild sein. Wo soll sonst das Bild sein? Und... Nein, das... Was? Was? Nein, als ob. Ja, dann... Eine Ewigkeit später. Wait, ich kann hier hoch? Oder soll man hier nicht hoch? Ich sehe halt immer noch nichts. Ich kann hier aber stehen. Oh mein Gott! Ich habe wirklich 20 Minuten oder so danach gesucht.
Oh mein Gott, man kann hier doch hoch. Also ist es doch hier. Hab ich ja gewusst. Ah, oh, das lang gedauert. 6 von 9, 3 Dinger, passt. Alpine Bergkette. Let's go. Giftige Dinger, die mich ärgern wollen. Lava, die mich ärgern will, mal wieder. Killen, killen und killen. Und rauf da. Und Joinks. So. Nach diesem Bereich hier sollte es nur noch ein einziges geben. Okay, ich darf mich am besten nicht treffen lassen. Das sollte ich so gut es geht vermeiden. Das Allerwichtigste ist, dass ich mich nicht treffen lasse. Da unten ist ein Bild. Schön. 7 von 8. Von 9. Okay. Aha. Ja, das ist gefühlt das längste, das größte hier. Von den ganzen Bieten. Und ich hoffe, dass ich mich nicht hier zu sehr verirre, während ich nach allem suche. Aber das tue ich literally jetzt gerade. Bombe! Bombe! Explodier doch! Explodier doch! Hallo! Warum explodiert er nicht? Jetzt ist er explodiert, nach 20 Jahren. Okay, muss darauf. Ja, wir könnten jetzt schon raus, aber wie gesagt, mir fehlt noch ein Bild. Und nicht nur das, ich würde am liebsten schon mal hier mehr sammeln. Weil dann können wir auch schon theoretisch früher im letzten Gebiet raus. Ja, wie gesagt, das ist hier nur Main Game, alle Gebiete. Ich weiß aber nicht, warum ich das Level erst jetzt freigeschaltet habe. Weil die ersten 5 Chapter habe ich schon länger durch. Schon irgendwie 10 Folgen oder so. Ja. Aber gut, so, das haben wir auf. Wo gehen wir lang? Wir gehen erstmal. Gehen erstmal da lang. Weil ich das so sage. Akzeptiert es. Ne, warte, hier kann man gar nicht lang. Das hier ist ein Rückweg hier hin. Ha? Wie soll man das erreichen? Okay. Na, ich brauch's nicht. Das da hinten brauche ich theoretisch auch nicht. Obwohl doch, ich glaube, da hinten ist ein Bild. Ich glaube, hier ist ein Pon und da hinten war ein Bild. Egal. Gucken wir erstmal. Und die Dinger gehen sofort kaputt. Okay. Verstanden. Boing. Boing. Hab. Yeah. Yeah. Einfach mal nur ducken. Nicht bewegen, aber nur ducken. Das wird schon hilfreich sein. Genau. Okay. Was? Okay, das mache ich gleich mal neu, aber erstmal muss ich überleben. Komm, explodier. Bumm, bumm, bumm. Geht doch. Und tschüss. Warte, hier waren nur zwei. Hier war ein Pon. Hier war ein Pon. Nee. Ja, da oben ist ein Bild. Hab ich dich. Und hier ist sogar noch ein Pon. Also zwei. Warte mal. Drei? Oder ist das hier irgendeine Abkürzung irgendwo hin? Das könnte natürlich auch sein. Ich glaube, da unten sterbe ich. Nee, ich muss da lang. Nee, hier ist nichts. Okay, ich habe richtig Angst gehabt. Ich habe die Leiter auch nicht gesehen. Also. Das war einfach gruselig nur. Okay, ich bin wieder hier. Okay, gut. Ja, wie kann man denn von hier. Ah, warte mal. Oh, hier sind doch richtig viele Pons. Ich kann gleich das einfach das nächste skippen, theoretisch. Wenn ich mich jetzt gut anstelle. Ja, da mache ich danach. Erstmal den hier. Erstmal will ich den hier machen. Safe. Okay, den verstehe ich schon. Und zwar. Und oh, stopp. Ja. Ach, und das hier ist einfach nur ein Rückweg. Bzw. man kann es auch so rum machen, wie man möchte. Cool, okay. Alright. Jetzt habe ich aber den hier verpasst. Aber wisst ihr was? Es ist egal. Es ist ehrlich egal. Letztes Gebiet. Hier gibt es das letzte Bild. Hier ist the end of time. The finale.
Und natürlich sind mal wieder die Flammenwerfer am Start. Okay, auch vor dem muss ich auf jeden Fall aufpassen, dass die mich nicht verkohlen. Das wäre nicht so gut. Ihr greift mich wieder an. Okay, einfach ignorieren. Einfach nur schnell durch. Gegen die Viecher komme ich nämlich nicht an. Auf keinen Fall. Die Hammer Bros. Ja, wir haben alles. Ne, ein Bild fehlt noch. Und dann haben wir alles. Dankeschön. Hammer. Du bist der Hammer, Hammer. Ach, ich soll da drauf. Wir sind so stachlich. Deshalb dachte ich, ich komme da nicht drauf. Ja, ich komme da nicht drauf. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Boing. Und das war ziemlich dumm. Aber ich werde sofort wieder aufgehalten. Danke, Spiel. Danke, dass du mich... Alter, ich habe mich gerade voll erschrocken. Von wo kam der? Oh mein Gott, mein Herz, ey. Boah. Das kann ich auch nicht machen. Hi. Danke. Ich habe da hinten was verpasst. Und da auch. Hier schon das Ziel. Ich glaube, ganz am Anfang war das letzte Bild, oder? Safe. Hier sind meine Uhren. Warum sind so viele Uhren? So viele hatte ich gar nicht. Ich weiß das noch. Ja. Ich habe die letztens erst gezählt, ja? Ja, ja. So sieht's aus. Wetten hier irgendwo. Weh, das ist nur ein Pon. Ne, da ist das Bild. Ich wusste es. Irgendwo am Anfang war das Bild. I knew it. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Alle Bilder, wir können raus hier. Also, mit können meine ich, wir sollten jetzt unser Skill beweisen, damit wir hier rausgelassen werden. Und das war wirklich einer der längsten Level, aber das war aber auch ein, ja, ich würde sagen, gutes Abschlusslevel. Doch, das Display endet hier noch nicht. Denn wir haben noch Death Wish. Todeswunsch auf Deutsch. Und da können wir alle Level nochmal in Hard Mode machen. Also nicht alle Level, aber halt 30 ausgewählte Level. Eins davon haben wir sogar schon gemacht. Ich meine, ich habe das reingeschnitten. Also, ja. Cool. I guess. Bam. Bam. Und soings ab ins Ziel. Ich bin hier fertig. Ich bin gespannt auf die Story. Hä? Ich bin einfach wieder zurück in meinem Schiff. Piep, piep. Gib mir mein Geld. Ich brauche nämlich noch sehr, sehr viel Geld. Sehr, sehr viel Geld. Für Jacken. Und für Farben. Und nicht zu vergessen, für noch mehr Hüte. Das gibt mir alles, was du mir geben kannst. Scheinbar gibt es insgesamt 56 Hourglasses. Zumindest momentan. Return Home Achievement. Das bestätigt eigentlich, dass wir alles haben. Ja. Und was ist das Bild? Oh, boing! Der Held! Der Held, obviously. Okay, also das ist die Erinnerung von Mustache Girl. Mustache Girl, friedlich, in Mafia Town am Leben, bevor es Mafia Town war. Doch dann, ne, kamen die Mafias. Hi, Mafia, Jungs! Doch, sie haben einfach nur rumgeschubst. Blank, du Mafia! Und dann sah die Stadt halt so aus. In COD wie Trust. In COD wie Trust. Aha, Mafia, Fisch. Aber ihr hat es natürlich nicht gefallen, dass sie nur rumgeschubst wird von denen. Und da hat sie einen Hass gebildet über die. Hey, ich zahle dir Geld, wenn du hier verschwindest. Bitte geh einfach. Er hat ihn nur ausgelacht. Und da hat er angefangen, sie zu belästigen, TNT zu suchen. Irgendwie irgendwas zu suchen, die hier loszuwerden. Armes Mafia-Girl. Ihr Zuhause wurde ihr einfach weggenommen. Nicht Mafia-Girl, Mustache-Girl, sorry. Ja, und dann kamen wir. Wir haben ihr Hoffnung gegeben. Und dann haben wir gesagt, nee, sorry, ich brauche die Dinge für mich selbst. Und dann hat sie wieder angefangen zu heulen und ist dadurch böse geworden. Also, wie gesagt, ich habe ja von Anfang an gesagt, ich mag Mustache-Girl. Sie ist generell prinzipiell kein böses Mädchen, nur sie ist leider böse geworden, denn ihre Idee hat nicht so gut geklappt. Leider nicht, nein, nein, aber ich weiß ja, dass sie cool ist. Neue Farbe, die Freiheit.
die Freiheit. Nochmal Intruder Alert. Ein Geschenk? Für mich? Das ist aber nett, wow. So dunkle Farben. Es gibt bestimmt Leute, denen das gefällt, aber ich bleib hierbei. Was ist denn unsere Belohnung? Achso, warte, ich muss hier... Ah ne, muss ich nicht. Ich kann einfach hoch. Boi! Ein Geschenk! Für mich! Oh, Kids Hut! Wait, what? Was? Mein... Einfach nur mein Hut. Wait. Komplettist Kids Hut. Ah, Completionist Hut. Ja, Leute, das ist der Beweis. Wir haben das Spiel durch. Und falls ihr Bock habt auf Deathwish, lasst es mich wissen. Ich weiß, ich habe hier und da überall auf der ganzen Welt, auf der ganzen Ebene, überall noch Sticker verpasst. Solche Sticker. Bam, bam, Rainbow. Die werden wir nicht sammeln. Ist egal. Mach ich vielleicht offscreen oder so. Muss ich euch nicht zeigen, aber könnt ihr bestimmt googeln. Ja, wenn ihr wollt, kann ich hier noch Deathwish machen. Todeswunsch. Wie sieht es nämlich aus? Wir haben ja schon über Liste die Hitze einmal gemacht, kurz. Aber wenn ich die Bonus-Sachen gemacht, da hättet ihr drauf Lust, dann würde ich das hier vielleicht als nächstes anstreben, dass wir alle 114 Missionen schaffen. Also eine Hauptmission jeweils und zwei Bonus-Missionen meistens. Manchmal ist auch ein bisschen anders. Und ja, wenn ich jetzt mal runtergehe auf Spiel beenden, Hauptmenü, müsste da jetzt stehen 100% Completion. Und dann können wir halt einen neuen Save-File machen im Multiplayer mit Bowkit. Hä? Das Menü sieht anders aus. Das ist jetzt von der Hintergrund ist hier so bunter, so rötlicher alles. Und die Musik ist hier chilliger. Ist ein bisschen Mario Galaxy-like. 100%. Aber wenn das kein Like wert ist, Leute, dann weiß ich auch nicht. Habt ihr Bock auf Deathwish? Habt ihr vor allem Bock auf Mods? Vielleicht irgendwelche Custom-Level oder so? Ich hatte auf jeden Fall Bock drauf. Lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Das war noch nicht das Ende von Ahead of Time. Ich denke nicht.